Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem lang ersehnten Review auf diesem Kanal, zu einem lang ersehnten Set. Es ist nämlich keine geringere als die Invisible Hand. Gleich mal vorweg, ich fände es schön, wenn wir zu der Starship Collection noch einen kleinen Midi-Scale Venator dazu bekommen würden, weil dann könnte man die hervorragend zusammenstellen. Als allererstes, das Design der Box finde ich, wie auch bei dem letzten 25-Jahres-Set, ein wenig kreativlos. Als Beispiel, das hier ist die Death Star 2 Promo vom letzten Jahr. Und man sieht es ja eindeutig, Lego hat anscheinend bei Paint nur eine andere Farbe ausgewählt und dann auf Ändern geklickt. Auch oben der Schriftzug ist nichts Besonderes. Das einzige andere ist noch dieses Logo mit den 25 Jahren, hat diese Promo zum Beispiel nicht. Finde ich persönlich sehr, sehr schade. Ansonsten hätten wir hier noch ein richtiges Highlight an der Seite. Ich finde, das sieht so cool aus, noch teilweise besser als die Vorderseite. Dann hier die Rückseite der Invisible Hand, da haben wir nochmal die Größen und hier unten einen kleinen Auszug aus der Schlacht über Coruscant. Hier die Oberseite, hier die Unterseite und ja, wir haben bei diesem Set auch die Eindrücksiegel, genau wie bei jedem anderen Set aus der Starship Collection auch. Um die Box aber nicht maximal zu beschädigen, können wir ein Cuttermesser zur Hilfe nehmen und hier unter den Siegeln den Kleber durchschneiden, möglicherweise ohne direkt in die Lasche reinzuschneiden. Und nochmal zurück. Und dann können wir hier ohne Probleme die Lasche rausziehen. So, schütteln wir das Ganze hier mal aus. Packen wir die Box mal dahin. Insgesamt haben wir bei diesem Set 5 Tüten an der Zahl. Eine Anleitung da drüben. Eigentlich sollte auch ein Stickerbogen dabei sein. Aber ich habe alle Tüten 3-mal umgedreht und die Anleitung sogar mittlerweile durchgeblättert. Ich scheine keinen Stickerbogen da zu haben. Lego? Was ist denn da falsch gelaufen? Das gibt erstmal eine dicke Beschwerde. Ich hoffe, ihr sendet mir den Stickerbogen nach. Lassen wir uns davon nicht beirren. Wir haben hier die Anleitung. Das ist nochmal die Invisible Hand von vorne. Das hier ist die Rückseite mit Star Wars ohne Win. Schlagen wir das Ganze auf. Wir haben hier Werbung für die Builder-App, die ich mir garantiert nicht holen werde. Dann haben wir hier ein bisschen Geschichte zu dem Set. Und den Satz, we still flying an entire ship. Heißt es nicht, we still flying half a ship? We lost something. Not to worry, we are still flying half a ship, half a ship, half a ship, half a ship, half a ship. Okay, Glückwunsch für 2 Jahren, 25 Jahren. Ihr habt einen Satz falsch gedruckt. Und hier drüben nochmal cool aus dem Film ein Ausschnitt wie die Invisible Hand oder auf jeden Fall der Vorderteil der Invisible Hand auf Coruscant abstürzt. Schön, dass sie das mit eingebracht haben. Hier drüben nochmal an iconic separated flagship. Ja, wenn es so ikonisch ist, warum habt ihr das noch nie rausgebracht oder ein bisschen mehr von den Separatisten Lego? Hier drüben nochmal Spring the Trap. Ihr könnt es euch gerne durchlesen. Ich werde das jetzt nicht im Video machen. Dann haben wir noch Werbung für 25 Jahre auf lego.com und dann geht's endlich los mit Tüte 1. Interessant an dieser Bauanleitung finde ich übrigens, dass an manchen Seiten dieser R2-D2 ein paar nette Fakten einblendet zu dem, was ihr gerade baut. Als Beispiel, hier wird ein kleiner Mini-MTT gebaut und da steht ein bisschen was dazu. Ganz hinten drin können wir dann nochmal unser Feedback teilen. Dann haben wir hier noch auf einer Doppelseite alle Teile. Und wenn es aufgebaut ist, sollte es so aussehen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Und wie ich das hinbekommen habe, denn die Invisible Hand ist fertig. Hier steht sie nun vor euch in all ihrer Pracht. Das hier ist unsere kleine Tüte an Ersatzteilen. Mittlerweile haben wir übrigens auch die Sticker. Lustige Sache, mittlerweile habe ich die nämlich da. Und eins kann ich über dieses Schiff auf jeden Fall sagen, es sieht einfach hammermäßig aus, von allen Ecken und Kanten. Wenn ihr euch noch überlegt, ob ihr euch aus der Starship Collection ein Schiff kaufen solltet, tut es auf jeden Fall mit der Invisible Hand. Zuallererst einmal haben wir hier den Standfuß der Invisible Hand. Hier vorne ist nochmal die Bezeichnung und hier hinten ist der spezielle 25 Jahre Brick. Das Besondere ist auch an diesem Standfuß, dass wir hier dieses kleine Lüftungsgitter abnehmen können und es hier drauf platzieren können. Das gibt dem Ganzen auch ohne den Stein einen viel cleaneren Look. Dieser Standfuß ist übrigens mit der Invisible Hand nicht über irgendwelche Technik-Pins verknüpft. Diese ist einfach nur mit den Studs hier oben raufgelegt. Ihr könnt ja sehen, da wo die Studs sind, da kann man die Invisible Hand draufpacken. Bei allem hier vorne kann es eben nicht gemacht werden. Dafür ist es nett abgefliest. Jetzt, wo ich das Schiff auch schon so in der Hand halte, zeige ich euch mal das Hauptfeature an diesem Set. Denn ihr könnt natürlich auch das Auseinanderbrechen der Invisible Hand hier nachspielen. Wie funktioniert das? Ganz einfach, ihr zieht an beiden Hälften, bis sie auseinander gehen. Und das geht auf jeden Fall nicht so einfach ab. Das ist ziemlich solide gebaut. Generell, wenn ich dieses Schiff anfasse, habe ich nicht gleich das Gefühl, dass mir alles auseinanderfällt. Ich bin auch ein echter Freund, was die Detailarbeit angeht. Hier vorne zum Beispiel wurde die Schnauze der Invisible Hand mit dieser Kufe nachgestellt. Generell sieht man hier überall diesen Streifen, wo ganz viel mit transparenten Teilen gearbeitet wird.
verarbeitet worden ist, um zum Beispiel die Kanonierstation darzustellen oder einfach nur irgendwelche Lichter, wo die Crewmember rausschauen können. Ganz unauffällig haben wir vorne übrigens auch noch die Brücke. Hier wurde mit einer illegalen Lego-Technik gearbeitet. Leider sind die Separatisten-Logos mit Stickers gelöst worden. Ich hätte es sehr gefeiert, wenn das bedruckte Teile wären. Ich liebe auch dieses Farbspiel aus Dunkelgrau und dem Dunkelblau, welches hier überall so hervorragend mit eingearbeitet worden ist. Hier konnten wir ja die Invisible Hand teilen und dann geht es ja auch schon in Richtung Hangar. Und wenn man da rein luschert, dann sieht man auch, dass hier ein MTT steht und da die beiden Jedi Interceptor von Obi-Wan und Anakin. Und ja, man kann auch ganz durch den Hangar durchschauen. Dafür sorgen dann diese transparent blauen Teile hier, die die Schilde andeuten sollen. Und ich finde es richtig, richtig cool, wenn man in den Hangar eines Schiffes reinschauen kann, gerade in dem Midi-Scale. Bisher hat das kein anderes Schiff aus dem Midi-Scale-Sektor dies so gut rübergebracht wie die Invisible Hand, meiner Meinung nach. Von da aus geht es dann zu den Triebwerken. Ich zeige es euch nochmal von allen Seiten hier. Die Teile könnte ich jetzt nicht benennen aus dem Stegreif, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Weiter oben haben wir dann wieder ein bisschen Detailarbeit. Diesen Pinstein hier, welche übrigens auch hier vertreten sind. Das sollen dann diese ganzen Antennen auf der Invisible Hand darstellen. Und dann haben wir natürlich noch die Aussichtsplattform. Ich finde vor allem den Winkel, wie sie das hier hinbekommen haben, mit den verschiedenen Steinen echt gut gelöst. Und hier oben findet ja der Kampf mit Count Dooku, Obi-Wan und Anakin statt. Von dort aus wird ja nichts gesteuert, die Brücke befindet sich ja ganz woanders. Ist aber dennoch im Gesamtbild ziemlich maßgebend für die Invisible Hand. Ich mag auch diesen torpedoförmigen Stil dieser Dreadnought-Klasse. Und egal von welcher Seite, ich finde die Invisible Hand sieht einfach nur grandios aus. Von der Bauzeit her, wenn ihr langsam baut, könnt ihr übrigens so mit 40 Minuten rechnen. Ich persönlich hatte im Bau sehr, sehr viel Spaß. Der Preis ist in Ordnung. Deswegen gebe ich dieser Invisible Hand auch 9 von 10 Punkten. Und dann war es jetzt an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und noch nicht abschalten, eine Sache habe ich noch. Ihr dürft nämlich entscheiden, welches das nächste 25-Jahres-Set auf diesem Kanal ist, was ich reviewen werde. Geht dazu einfach auf meinem Community-Post, wo ich die Abstimmung starten werde. Ich habe euch einen Link dazu in die Beschreibung gepackt. Und dann hören wir uns beim nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.